Irgendwas stimmt da nicht mit You. Ganz und gar nicht. Hey, willst du ihn einfach so gehen lassen? Sei still. Natürlich nicht. In Wirklichkeit tut es dir richtig weh. Ach, ich kann es an deiner Stimme hören. Oh Mann. Entspann dich. Deine Träume werden bald wahr. Ich werde dafür sorgen. Haha. Oh, was mache ich bloß an so einem Ort? So ein Mist. Jetzt wirkt es, als ob ich vor Ryuichi Masao und allen anderen weglaufe. Aber ich wüsste gar nicht, was ich ihm überhaupt sagen sollte. Enthylomon. Oh mein Gott, ist das süß! Hey du, versuchst du mich aufzuheitern? Seltsam, dass ein Programm wie du sowas macht. Aber wir leben doch in einer seltsamen Welt. Erikas Wurmon hat sich in letzter Zeit auch verändert. Okay, verstanden. Gib mir einen Moment, dann gehe ich zurück. Mit diesem Ort verbinde ich so viele Erinnerungen. Ich und Ryuichi und Arata. Hier haben wir beschlossen, Gamma zu gründen. Nach unserem ersten großen Erfolg als Hacker. Ach, das waren gute Zeiten. Mit Gamma, von Narren zu Legenden. Ach, wie zur Hölle ist nur alles so schief gelaufen. Ich möchte ein Hacker-Team aufbauen. Hilf mir, ihn zu überzeugen. Ach, stimmt. Hier ist das, worum Erika mich gebeten hat. Erika. Ich kann es ihr nicht sagen. Ich kann ihr nicht sagen, was Ryuichi getan hat. Was? Ja, wir wollen speichern. Okay. Ja. Okay. Also haben wir uns entschieden, Hosaka auszuschalten. Erika, du hast die ganze Zeit gegen Hosaka ermittelt. Bist du also traurig, weil sie dir zuvorgekommen sind? Das war ein unnötiger Kommentar. Außerdem bin ich nicht traurig. Aber vor 3 Tagen dachtest du noch, dass du Rache an deine Niederlage in Shinjuku nehmen wolltest, oder? Vor 4 Tagen warst du wütend, weil du mit Memetan geschlagen wurdest. Und vor 5 Tagen... Luke dicht! Habe ich gesagt? Also Luke dicht habe ich gesagt. Und warum schlägt sie mich jetzt? Oh, sorry. Das war eigentlich für Wormon. Wäre ich also dort gewesen, hättest du mich gehauen? Mensch! Ich glaube nicht, dass du meiner Schuld stehst oder sowas. Ich war nur wütend, weil du so verantwortungslos warst. Richtig, Ryuichi? Nicht nur unser Problem. Nicht unser Problem. Wir sollten uns um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern. Was ist mit deinem Konto? Wirst du weiter danach suchen? Ja. Aber jetzt, da Hosakas Account weg ist, wird es schwer aufzufinden sein. Vermutlich meint er, weil der Account ist ja männlich. Egal. Vielleicht solltest du zu Unter Null. Alle von Sexen gehen hin, oder? Sie bewachen Aufzeichnungen aller Protokolle in Eden auf. Du solltest sie finden. Nein. Oh weia. Halte dich verflucht nochmal von Unter Null fern. Ryuichi, such deinen Account woanders. Hast du kapiert? Meine Güte, da war ja stinksauer. Ja, da wird nicht das wieder hingehen. Was ist mit ihm los? Sogar Shitose verhält sich merkwürdig. Ist was passiert? Knapp unter Null, Kapitel 10. Aber wir haben noch von Kapitel 9 noch nicht alle Quests gemacht.
Wir hätten, glaube ich, nicht zuerst das Nevitsan-Quest machen dürfen. Quiz! Welchen Vorteil gewährt ein Digimon mit hoher Fähigkeit? Schnellere. Oh ja, knapp unter Null. Schnellere Itemherstellung beim Entwickeln, höhere Fähigkeit beim Trainieren. Was? Mit hoher Fähigkeit. Ich dachte, das ist beim fürs Digitieren gut. Hat das noch eine andere Auswirkung? Vielleicht höheres Fähigkeitsmaximum beim Trainieren. So. Gut, da machen wir jetzt aber erstmal Quests, die davor noch nicht gemacht wurden. Okay. Hallo, entschuldige, da hast du kurz Zeit? Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Ich könnte den Grünschnabel bitten, aber das wäre wahrscheinlich nicht so interessant. Ich führe nichts im Schilde. Du bist nur die erste Person, an die ich gedacht habe. Vielleicht hat mich das Schicksal zu dir geführt. Ich werde einen Fall in Auftrag geben. Bitte schau ihn dir an, wenn du Zeit hast. Oh Mann. ATL. Neue Fälle hinzugefügt. 2. Bienenwanderung. So, jetzt ist sie die wahre Identität des Botenjungen. Von Mireille. Übertriebene Sicherheit. Ich mache am besten. Mit von unten nach oben vielleicht. Ne, hier haben wir einmal Revierübernahme. Revierübernahme. Das sind zweimal Revierkämpfe einfach. Das ist jetzt gar nicht so wichtig. Das sind auch Revierkämpfe. Also die vier, die können ich genauso gut offscreen machen. Das ist so bla bla Zeug. Aber hier Einlieferung und übertriebene Sicherheit, das klingt schon interessanterer. Und Bienenwanderung. Gut. Dann würde ich sagen, wir machen... Aber es hat uns zwei gegeben. Aber hier ist nur einer von ihr. Und hier unten, die haben wir ja nur ermittelt. Komisch. Kann ich auch hier auf wichtig? Ah, hier. Wichtig ist vermutlich... da... Da kann ich daran immer sehen, ob die... für die Quest sind. Nevitsan des Todes. Ah, okay. Okay, bei wichtig sehe ich quasi immer, ob es dann mit der Story weitergeht. Und Digifarm sind die hier. Mireille, Mireille. Kressmon. Okay. Verlust. Ist ja auch dabei, ne? Okay. Die ist unwichtig. Die ist unwichtig. Nee, hier, ach, hier ist noch eine. Teile Spreadwings einer Lektion. Was ist das dann für eine? Ich muss gerade ein bisschen gucken. Also, die sind ganz unwichtig, die von der Digiform. Die kann ich auch selbst machen. Normal mache ich mit euch zusammen und wichtig mache ich zuletzt. Okay, da gehen wir jetzt einfach mal die normalen Aufträge durch. Bienenwanderung. Fangen wir einfach mal damit an. Bienen-Digimon verschwinden aus meiner Forschungseinrichtung. Wir brauchen deine Hilfe. Mach mal das. Das ist ein Fall von einem Wissenschaftler. Ich werde ihn kontaktieren und um genauere Informationen zu bitten. Bist du der Hacker von Hoodie? Ich erforsche Bienen-Digimon. Ihr Verhalten ähnelt dir von echten Bienen. Das ist faszinierend. Für meine Arbeit habe ich auf den Server in meinem Labor ein paar Fanbimon. Das heißt, ich hatte sie. Es ist wirklich jammerschade. Vor kurzem sind sie spurlos verschwunden. Es ist wirklich verwirrend. Deshalb möchte ich, dass du deine einzigartigen Fähigkeiten nutzt, um danach zu haken. Diese ist die URL für den Server. Dort solltest du anfangen. Okay. Experimentalserver-URL. Ich gehe zu dem Labor. Okay, machen wir das. Eine Nachricht. Entwicklungsphase. Okay. Cool. So. Ich überlege gerade. Ich gucke mal ganz kurz in die ATL.
L. Wichtig. Das ist, machen wir ganz zum Schluss. Biegenwanderung haben wir jetzt angenommen. Genau. Und das hier, die Revierübernahmen, die sehen gar nicht so wichtig aus. Was passiert? Verpassen, Denkzettel. Na, da gucke ich mal, ob ich das mit euch zusammen mache oder aufs Queen. Es ist eigentlich einfach nur zweimal kämpfen. Gucke ich mal. Vielleicht mache ich das dann nach der Aufnahme zur Entspannung. Aber die drei mache ich auf jeden Fall mit euch zusammen. Gut, dann gehen wir mal auf den Server. So, Eden. Okay, der Forschungsserver, da ist er. Ne, bin ich jetzt da hingegangen? Nee, ich bin gerade falsch gewesen. Sorry. Huch, noch eine Nachricht. Höriges Fähigkeit Maximum beim Trainieren. Richtig, nicht schlecht. Dankeschön. Noch eine Nachricht. Was ist denn hier los? Quiz! Wie berechnet man die Fläche eines Trapezes? Oberseite plus Unterseite mal Höhe durch 2, Radius mal Radius. Nee, das ist falsch. Ein Trapez, Grundseite mal Höhe. Oh, das ist schwer. Das weiß ich gerade gar nicht. Oh, da muss ich ganz kurz überlegen. Was war denn nochmal ein Trapez? War das einfach nur ein... War das ein Rechteck? Oder war das... Wenn es ein Quadrat wäre, wäre es eine Raute, ne? Trapez ist ein Rechteck, wo die Seiten so leicht schief sind. Warte mal. Das ist jetzt wichtig. Trapezbilder. Oh, okay. Bei einem Trapez können die unterschiedlich sein. Okay, die sind also nicht parallel zueinander, die Seiten. Das ist gut zu wissen. Die Grundseite mal Höhe durch 2. Nein. Oberseite plus, und das klingt sinnvoller, weil da, ja, das nehme ich. Weil da weiß man ja die andere Seite nicht. Das ergibt gar keinen Sinn. Das kann man, glaube ich, nehmen, wenn die Seiten, also wenn das so rautenförmig ist. Aber ich glaube, dann muss man das hier nehmen. Also das ist die logischste Antwort, weil man so, wenn man nur die Seitenlänge von oben und unten weiß, auf die Winkel schließen kann. Bei dem anderen kann man nicht drauf schließen. Mathematikleistungskurs hatte ich beim Abi gehabt. Umso peinlicher wird es, wenn ich die Frage falsch beantworte. So, gucken wir mal. Da ist so eine Biene. Hi, Fanbee. Oh, es tut weh. Was? Danke, jetzt fühle ich mich viel besser. Was ist denn los? Da drin ist ein Digimon, das meine Freunde angegriffen hat. Oha. Ich musste etwas unternehmen, also habe ich versucht, mit ihm zu kämpfen, aber ich war zu schwach. Es kann sein, dass meine Freunde immer noch in Schwierigkeiten stecken. Was? Du wirst mir helfen? Ja. Wirklich? Danke. Aber sei vorsichtig, dieses Digimon ist wirklich brutal. Oha. Dann gehen wir da noch nicht hin. Da gehe ich erstmal den anderen Weg. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Ich bin vielen, werde ich mir einig sein. Und da vorne ist schon der krasse Battle am Laufen. Ich will ein paar alles ablaufen und eventuell auch alle Items mitnehmen, die irgendwo sein könnten. Hier ist natürlich mal rein gar nichts. Außer ein Zuckermon und ein Vegimon. Warum weiß ich, wie die Digimon heißen? Manchmal mache ich mir so ein bisschen Sorgen über mich selbst. Warum weiß ich, wie diese Digimon heißen? Es gibt so viel wichtiges Wissen, was ich haben müsste in meinem Leben. Aber ich weiß nicht viel. Aber ich weiß, dass das Zuckermon und Vegimon waren.
euch auch manchmal Gedanken drüber, dass ihr irgendwie total unwichtige Sachen wisst? Ich meine, für mich ist das schon was Wichtiges, wie die Digimon heißen, aber... ich weiß nicht. Prioritäten sind klar gesetzt. Was ist denn jetzt los? Okay, ah, mal wieder nicht das richtige Item. Schade. Da muss ich nochmal ganz kurz zurück. Und wieder die Forschung einstellen. Oh Gott, ganz viele TP-Kapseln. Vielleicht sollte ich beide Teams auf das Forschen optimieren. Es ist wahrscheinlicher, dass ich endlich mal nochmal ein paar Taktiker-USBs kriege. Zwei würden mir ja reichen. Okay. Machen wir mal jetzt hier weiter. Gehen wir mal auch noch in die Mitte. Ich hatte nämlich Angst, wenn ich nämlich direkt dahin gehe, dass ich schon den Endkampf habe. Und dann hier eventuell ein paar Items verpasse. Und da könnte ja vielleicht auch eine Speichererweiterung sein, die mir dann durch die Lappen geht. Und das wäre natürlich schade. Dieser Ebene hier ist anscheinend auch überhaupt nichts. Ist schon recht leer hier, muss ich mal anmerken. Okay, dann gucken wir nochmal hier. Ich glaube, hier bekomme ich schon wenigstens ein Item. Da war der erste Weg schon der richtigste. Der richtige. Ich glaube, richtig kann man nicht groß... Moment mal, jetzt auch nichts. Okay. Oh, Cubimon einfach mal weggebrettert. Oh Mann, das tut mir schon fast leid. Marinangemon, das war unnötig, aber danke. Atomblaster, auch da unnötig. Oh Gott, der Arme. Oh. Ich bin vergiftet. Ich will jetzt auch wissen, was jetzt hier mit dem Trapez ist. Warum machst du immer Liebesattacke? Das war total sinnlos, Marinangemon. Ist anstrengend, weißt du das? Ich sollte vielleicht auch selbst einfach mal kämpfen, mal statt die kämpfen zu lassen, dann würde so etwas nicht passieren. Und weg ist er. Yeah! Woo! So, okay. Ich will das Item haben. Mann, eh. Ich muss doch dahin gehen. Na gut, dann machen wir einfach mal. So, Fan-Bimon. Gucken wir mal, was jetzt hier los ist. Ah, okay. Gut, hier gibt es das Item. Elektrodeckung, das war ganz wichtig. Was ist jetzt los? Oberseite, ja, richtig, nicht schlecht. Boah. Mathe-Leistungskurs! Ich bin so clever, jetzt weiß ich das. Hätte ich auch so, glaube ich, so nicht so schnell drauf gekommen. Nur mit Überlegung probieren. Aber so. Wie ist das denn, wenn dann ein Trapez sind, die Seiten sind dann nur Ober- und Unterseite parallel zueinander, glaube ich. Und die anderen nicht, aber wie ist das bei... Ich bin nicht gerade. Egal. Ich kämpfe jetzt gegen das Vieh, was die Fan-Bimon terrorisiert. Genau gegen dich. Bist du ein Peltramon? Sieht auf den ersten Blick wie ein Peltramon aus. Hilfe! Ah. Ach nein, hier wieder so einer, so ein Dino-Bimon. Das ist so, glaube ich, etwas ähnliches wie ein Peltramon und auch gleichzeitig irgendwie nicht. Das ist das. Ist das vielleicht die Champion-Form von Peltramon? Man weiß es nicht. Was? Wer bist du? Was macht ein Mensch hier? Richtig, ich töte die Bienen. What the fuck, er tötet sie auch gleich. Haha, hier gibt es so viel Beute. Das ist fantastisch. Warum bist du so wütend? Ich sollte wütend sein. Du verdirbst mir meinen Spaß. Der Stärkere überlebt. Was ist so schlimm daran, dass ich die schwächeren Bienen töte? Ich habe nichts falsch gemacht. Menschen machen es doch auch so, nicht wahr? Menschen töten auch zum Vergnügen. What? Nee. Auf diesem Server sind viele Fan-Bimon gestorben. Und ein Mensch hat es veranlasst. Was? Haha. Und zwar im Namen der sogenannten Wissenschaft der Menschen. Das ist pure Arroganz.
Naja, aber es ist scheiße, aber es tut wenigstens einen höheren Zweck dienen. Was du machst, ist total sinnlos. Warum ist das wissenschaftliche Töten anders als das, was ich tue? Wollen sie nicht nur ihre Neugier stillen? Das ist nicht das Gleiche. Ah, du bist genau wie die anderen. Aber mir ist es egal. Ja, aber das ist diese Logik vor allem. Die anderen sind scheiße, also kann ich auch scheiße sein. Das ist das dümmste Argument überhaupt. Nur weil... versteht ihr, was ich meine? Ach, das geht gar nicht. Wenn du nicht auf Argumente hörst, dann vielleicht auf Gewalt. So läuft es sicher auch in der Welt der Menschen. Ganz bestimmt, ja, vermutlich. Ja, eigentlich, ja, doch, ja, schon. Ja, doch, ist durchaus... Ja, ist durchaus so. Du verdirbst mir nicht nur den Spaß, sondern wagst es auch noch, dort zu stehen und über mich zu urteilen. Trau dich. Boah, ey, ich melde den Clash wegen Hate Speech. So. Doch Hate Speech, Billy. Hate Speech, Billy. Der wird richtig fertig gemacht. Und jetzt hau ich ihn einmal auf den Po. Oder so. Ich merke, dass die Folge eigentlich schon längst rum sein sollte. Naja, komm. Ich baller den Super-Duper-Mega-Atomblaster raus und dann ist gut. Okay, das war schlecht. Juhu! Wuhu! So, Freunde. Die Folge ist schon längst überfällig. Also das Ende der Folge. Deswegen würde ich mich jetzt an dieser Stelle hier nun ja verabschieden und sage dann ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn sie da heißt, die Mädels Play, die Digimon Story, Cyber Slurf, Hacker's Memory. Ciao.